Meine Damen und Herren, ich bitte Sie dann mal, die Plätze einzunehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur Einweihung der Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasie hier in Brandenburg an der Havel. Ich begrüße ganz besonders Persönlichkeiten, die hier auch aus eigenem Erleben noch etwas zu der Sache sagen können und Vertreter der Öffentlichkeit und der verschiedenen Verbände. Sehen Sie es mir nach, wenn ich nicht alle namentlich nenne, aber ich möchte ganz besonders Herrn Ignaz Buwis begrüßen, den Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland. Ich freue mich, Herr Buwis, dass Sie zu uns heute nach Brandenburg gekommen sind. Herrn Minister Bräutigam und Herrn Minister Reiche, der die Landesregierung vertritt. Aber es ist mir auch eine ganz besondere Freude, Frau Klara Nowak, die Vorsitzende des Bundes der Euthanasie-Geschädigten und Zwangssterilisierten, begrüßen zu können. Gleichermaßen wie Frau Elvira Mantay, die als Betroffene hier auch zu uns sprechen wird. Und ich glaube, das Authentische dieses Zeugnisses, das ist etwas, was ich ganz besonders herausstreichen möchte, dass die unmittelbare Nähe zu einem Erleben dargestellt werden kann. Gleichermaßen wird auch Herr Bernaldi zu uns sprechen. Und damit habe ich auch kurz vorgestellt, in welcher Reihenfolge wir hier einige Worte an Sie richten werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist schwierig, hier etwas mit Worten zu beschreiben, was sich ereignet hat und was selbst unmittelbare Zeugen dieser Zeit kaum in Worte fassen können, sei es, dass sie es bewusst verdrängt haben und sei es einfach, dass sie dieses Schreckliche beiseite schieben, um weiterleben zu können. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland geworden. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind zu dieser Gedenk- und Einweihungsfeier und mit dazu helfen, daran zu erinnern, was einmal geschehen ist. Mit der Euthanasie-Gedenkstätte gibt es hier in Brandenburg einen Ort zur Erinnerung an die grausame Zeit von 1933 bis 1945. Haben sich Wissenschaftler in der ganzen Welt mit der Wert des Menschen beschäftigt. In vielen Ländern wurden Sterilisationsgesetze erlassen und wieder außer Kraft gesetzt. Erst nach 1933, nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, wurde das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom Reichstag verabschiedet. Herr Minister Reiche, Herr Minister Bräutigam, Herr Oberbürgermeister, verehrte Frau Nowak, der Bundestagsabgeordnete Vergin, meine Damen und Herren, es ist schon makaber, dass die meisten Morde an Behinderten in Orten geschahen, die eigentlich als Pflegeanstalten eingerichtet waren und von Ärzten, die eigentlich den Eid geschworen hatten, Menschenleben zu erhalten, durchgeführt wurden. Es waren die Behinderten, es wurde schon erwähnt, an denen die ersten Versuche gemacht wurden und es waren teilweise, wie in Hadamar, Waisenkinder, an denen ebenfalls solche Tötungen, Versuche des
des rationellen Mordens einzuführen, zuerst an eben diesen hilflosen Menschen ausprobiert wurden. Und ich will von vorne herein feststellen, dass ich immer wieder die Erfahrung mache, dass es ein Lernen aus der Geschichte kaum gibt. Es sind gerade wenige Jahre her, dass in Australien ein Buch erschienen ist über die Notwendigkeit der Euthanasie. Darüber, dass unwertes Leben durch Euthanasie ermordet werden sollen, denn anders kann man Euthanasie nicht bezeichnen. 1940 in dem Vorraum von der Gaskammer. Ich durfte umkehren, weil ich arbeitsfähig und arbeitswillig war. Meine 5-jährige Schwester musste einen Tag vor ihrem 5. Geburtstag in die Gaskammer rein. Ich will Ihnen erzählen, weshalb. Mein Vater war arbeitsscheu. Wir waren 6 Kinder zu Hause. Meine Mutter ging zur Fürsorge, wir wurden unterstützt, wir waren somit aktenkundig. Das Jugendamt kam, hat meine 4 älteren Brüder abgeholt, die sind nach Thüringen in ein Kinderheim gekommen. Ich bin ins Krankenhaus gekommen, dann wurde ich vom Jugendamt entführt. Ich war 4 Jahre alt, ich kam in Magdeburg in ein Kinderheim. Mit 5,5 Jahren bin ich eingeschult, ich bin versetzt worden, aber anstatt in die nächste Klasse, bin ich nach Schönebeck-Salzelmen bei Magdeburg in ein anderes Kinderheim gebracht. Dieses Kinderheim hat mit den Nazis zusammengearbeitet. Dort kamen die Kinder hin und wurden von diesem Heim aus als Idioten bezeichnet. In meinem Fall ein gemeingefährlicher Idiot, angeboren schwachsinnig, erbkrank, abartig, bildungsunfähig, verwahrlost. Ich habe jetzt nach der Vereinigung eine Kopie der bis heute registrierten Krankenakte gekriegt. Es steht drin, sofort zur Behandlung nach Uchtspringe. Behandlung hieß zum Vernichten. In Uchtspringe kam ich 1938 hin. Dort traf ich meine 3-jährige Schwester. Meine Mutter hat sie nach der Geburt gleich im Heim gelassen. Es war nie eine Hand da, die sie gestreichelt hat. Es war nie ein Mund da, der sie geküsst hat oder liebe Worte zu ihr gesprochen hat. Sie lebte schon ein Jahr in Uchtspringe. Ich kam 1938 hin. Wenn ein Kindertransport kam, wurden im Schlafsaal Notbetten aufgestellt. Die Betten verschwanden. Es wurde getötet. Viele Kinder kriegten einen Nervenzusammenbruch. Sie wurden Idioten, zu Idioten gemacht, weil sie dies eingesperrt seien, die tägliche Prügel, ohne Spielzeug, es diesen Druck nicht ausgehalten haben. Das einzige Spielzeug waren Nachttöpfe. Da haben wir Karussell mitgespielt. Ich wollte nicht so enden. Ich wollte nicht so enden wie die anderen Kinder. Sie fingen an zu schreien, drehten durch, sie wurden dann in Zwangsjacken gesteckt und in eine Gummizelle geworfen. Ich will nicht. Ich will nicht wahnsinnig werden. Ich will nicht. Ich habe mir dann den Bonabesen genommen und bin einfach aus dem Zimmer raus, was unter Strafe verboten war, und habe täglich diesen langen Flur gebonert. Ich habe dann noch mehr gearbeitet, beim Wäsche wegholen, Wäsche wegbringen und frische Wäsche holen, beim Essen holen, wenn die Kinder auf den Topf mussten. Wenn Kinder epileptische Anfälle kriegten, habe ich erste Hilfe geleistet. Deshalb kriegte ich auf der Transportliste ein Fragezeichen. Beim Bohnen des langen Flures habe ich immer die Türen geöffnet, damit ich mit dem Bohnerbesen nicht an die Türen knall. Da habe ich gesehen, wie eine Schwester Kinder Spritzen gab. Diese Kinder wurden am nächsten Tag vom toten Mann abgeholt. Ich wusste dann, dass in diesem Spritzen etwas ist und die Kinder sterben. Die Todesangst saß mir im Nacken. Ich lebte 2 Jahre in dieser Anstalt. Dann hieß es, deine Schwester kommt weg.
habe geweint. Ich glaube, jetzt werde ich krank. Ich habe gezittert, ich habe am ganzen Körper gezittert. Jetzt wirst du verrückt, das hältst du nicht aus. Eine Woche später sind wir Restkinder weggekommen. Wir sind in Uchtspringe in ein anderes Haus gebracht. Wir mussten uns hinsetzen und warten. Es saßen Frauen da und Kinder. Dann hieß es, erst die Kinder raus. Wir mussten raus, in einen Bus steigen. Die Fensterscheiben waren von innen dunkelblau angestrichen. In dem Bus, in dem ich einsteigen musste, waren nur Kinder. Es standen 4 Busse, waren das. Ich weiß heute, es war ein Frauentransport, aber ein Bus mit Kindern. Wir wurden hier ausgeladen. Es war ein kleiner Gang, ein schmaler, der war so breit wie ein Türrahmen. Am Ende vom Gang war eine Tür auf und es brannte Licht in dem Raum, obwohl es Tag war. In dem Raum stand ein Tisch, da saßen Leute in weiße Kittel. Es waren Frauen und ein Mann. Ich weiß heute, es war Dr. Bunke, der bis 1985 als Frauenarzt tätig war. Dieser Massenmörder, der meine Schwester umgebracht hat und mich zurückgestellt hat. Er hat 2 Fehler gemacht. Er hat meine Schwester umgebracht, die ich sehr geliebt habe. Und ich musste weiterleben. Ich habe oft in meinem Leben gewünscht, wäre ich doch in die Gaskammer gegangen, wäre mir doch dieses Leben in dieser Bundesrepublik, in diesem sozialen Rechtsstaat erspart geblieben. Wir lebten eine Woche, also in diesem Transport haben 3 Kinder überlebt. Wir lebten dann in diesem Zellentrakt, 8 Tage. Die Zellen waren alle leer. In einer Zelle fanden wir einen Stuhl. Den haben wir dann unter das Fenster gestellt und wir haben uns dann auf diesen Stuhl gestellt und dann konnten wir rausgucken. Ich konnte auf die Küche gucken, die steht heute noch, es ist dieses Gebäude. Nachts wurden wir in den Luftschutzkeller getragen, wir wurden in Decken gehüllt über einen Hof. Ich glaube, es ist unter der Küche, ich kann es aber nicht genau sagen, ich würde mir gern ansehen. Wir wurden auf Strohsäcken gelegt. Die Tür wurde verschlossen, der Lichtspalt wurde immer kleiner. Ich habe mein ganzes Leben diesen Lichtspalt gesehen. Warum hat mir dieses Deutschland nicht geholfen? Warum hilft es mir heute nicht? Warum verweigert mir dieses Deutschland heute noch meine Menschenwürde? Ich bin laut Gesetz heute noch ein gemeingefährlicher Idiot, angeboren schwachsinnig, erbkrank, verwahrlost, bildungsunfähig, abartig. Warum ist das heute noch gültig? Ich spreche die ganze Welt an. Ich habe mein Leben aufgeschrieben. Mein Buch heißt Die Hempelsche. Das fängt von meiner Geburt an, mit dieser Gaskammer. Wir Opfer sind heute noch minderwertig. Dieses Gesetz ist heute noch nicht für nichtig erklärt. Verflucht nochmal, ist dieses Deutschland nicht in der Lage, uns unsere Würde zurückzugeben? Mein Buch geht demnächst nach Amerika. Ich war in ganz Europa, in England, Amerika, in Israel im Fernsehen. Überall klage ich Deutschland an. Warum schlafen unsere Politiker? Ich will nicht, dass meine Nachkommen mit einer minderwertigen Großmutter, mit einer Idiotin als Großmutter, angeblichen Idiotin, leben müssen. Ich will dieses weghaben. Und zwar, solange ich lebe. Ich bitte um Ihre Unterstützung. Schreiben Sie einen Brief nach Bonn und kämpfen Sie für uns. Das war's, was ich Ihnen sagen wollte. Gehört sehr eindrücklich soeben, dass eben die Euthanasie im Faschismus nicht irgendeine blind hereinbrechende Bestialität war, sondern dass die Opfer, Opfer von Ärzten, von Politikern, von Wissenschaftlern, von Vollzugsbeamten und medizinischem Personal waren. Mit den Menschen, ja, das mit dem Gestrüpp und mit dem Augenpaar, das dort bereit lag als Träne,
Und direkt an der Mauer, denn diese beiden Lüftungsschlitze wollen wir dann. Ich habe mein Leben zerstört. Ich konnte nichts machen in meinem Leben. Ich habe bei meinem zweiten Mann. Wie alt ist Ihre Tochter? Meine Tochter.